Rinteln, eine der schönsten Fachwerkstätte in Norddeutschland, feiert Geburtstag. Und dazu ist ganz Rinteln auf den Beinen. Darüber freut sich natürlich auch der Bürgermeister. Wir haben ja sowieso schon ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm jedes Jahr und in diesem Jahr halt eben die 777-Jahr-Feier. Da muss natürlich irgendetwas kommen, was außergewöhnlich ist. Die Rede ist von einem Badeinselrennen auf der Weser. Ich weiß gar nicht so recht, wer die Idee hatte. Ich glaube, war Arif Sanal mit seiner Familie. Die haben sich das ausgedacht, haben auch gute Leute an ihrer Seite. Und dass das also super organisiert ist und also jetzt schon, das kann ich schon sagen, jetzt schon total Spaß macht. Wir saßen am Beach und haben uns überlegt, haben auf die Weser geschaut und haben uns überlegt, was kann man hier Tolles machen. Rinteln wird 777 Jahre und da ist mir das eingefallen, wir haben das in Bremen, ich war ja lange Jahre, habe ich in Bremen gelebt und wir haben in Bremen diese Badeinselregatta, das ist ein riesen Gaudi und ja, da habe ich gedacht, das kann man nach Rinteln auch holen. Und für Arif Sanal vom Bodega Beach Club steht fest, das war nicht das letzte Mal. Ich hatte gehofft, dass da irgendwie 15, 20 Teams mitmachen. Das wäre schon ein Riesenerfolg gewesen, aber das ist enorm. Also ich bin sehr glücklich, dass so viele mitmachen. Über 20 Teams haben sich für das große Rennen um die 777 Euro Preisgeld angemeldet. Behalten darf das zwar der Gewinner nicht, dafür aber für einen guten Zweck spenden. Aber hier geht es eh nicht um Geld, sondern nur um den Spaßfaktor. Es ist eine gewisse Art von Gemeinschaft. Die Rintelner, die halten zusammen und machen ein Event und kämpfen für eine gute Sache. Das ist eine tolle Geschichte. Ich bin sehr gerührt. Pünktlich um 17.07 Uhr fällt der Startschuss. Doch ganz ungefährlich ist das Ganze nicht. Da die Weser der schnellst fließende Fluss Deutschlands ist, sollte man nur in der Weser schwimmen, wenn man auch wirklich sich das zutraut körperlich. Und man sollte es nicht unterschätzen, welche Strömung die Weser hat, weil letztendlich finden wir es dann auch nicht so schön, wenn der Funkmelder geht und wir müssen hier irgendeinen rausfischen. Nach nur kurzer Zeit hat sich eine kleine Gruppe vom Feld abgesetzt. Hier kommt es auf die richtige Technik an. Wir haben unsere geheime Davo-Taktik. Ich gehe mal davon aus, dass die Taktik auf jeden Fall gut sein wird. Ich hoffe es zumindest und wenn es nicht, dann schauen wir mal, wie es wird. Gar nicht so schlecht. Macht Rinteln ein bisschen besser als andere Städte. Wir finden es super, dass es sowas gibt und finden es toll, dass das gemacht wurde. Wir sind am Anfang einmal direkt in der Mitte an der Strömung und dann an allen vorbeigesprintet, einen kurzen Sprint und dann einfach nur noch das Ding nach Hause gefahren. Ne? Es war grandios. Also ich bin überrascht, wie schnell die Teams hier am Start angekommen sind, also beziehungsweise am Ziel. Anscheinend hat es den allen Spaß gemacht, hier den Teilnehmern und den ganzen Beach-Fans hier. Das war super. Also ich freue mich. Wir freuen uns auch schon auf das nächste Badeinselrennen. Und wer weiß, vielleicht wird es ja eines Tages das größte in Deutschland. Die 777 Euro gingen übrigens an die DLRG, denn ohne deren freiwillige Hilfe wäre das Event nicht möglich gewesen.